Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter. Ich grüße alle zum Start in die neue Woche. Ja, es wird uns eine relativ turbulente Wetterwoche bevorstehen. Am Dienstag erfolgt mal ja der bisher in diesem Sommer ja seltene, fast landesweit trockene und dann auch mal richtig heiße Tag. Aber dann geht's schon los ab der Nacht auf Mittwoch. Da kommt schon das nächste Gewittertief rein und deswegen haben wir natürlich viel vor, was wir uns anschauen in diesem Video. Schauen wir uns zunächst aber mal an, wie die Hitzetage bisher in 2024 sind und wir sehen schon, allzu viele Hitzetage gab es ja vielerorts in Deutschland noch nicht. Spitzenreiter ist so die Lausitz, vor allem so die Niederlausitz. Wir sehen hier mal Cottbus mit 7 Hitzetagen schon, also ein Hitzetag ist ja ein Tag, wo die Tageshöchsttemperatur 30 Grad oder mehr erreicht. Interessant auch zu sehen, dass Hamburg bisher nur einen Hitzetag hatte und damit gleich auf sogar ist mit Freiburg im Breisgau. Wir hatten es ja immer wieder, dass so von Frankreich auch in den Südwesten dann eher die nicht so warmen Luftmassen hereindrücken. Und im Großen und Ganzen setzt sich diese Verteilung, dass es im Osten Deutschlands die wärmste Luft oder auch zeitweise heißeste Luft gibt und nach Westen und Südwesten hin das Ganze eher etwas gemäßigter ist, das setzt sich auch in dieser Woche fort. Schauen wir uns mal die Wetterlage an. Wir sehen, am Dienstag liegt ein Tiefdruckgebiet westlich von uns. Das heißt auch die Kaltfront, die liegt noch westlich von uns. Und deswegen strömt an der Vorderseite dieses Tiefdruckgebiets verbreitet sehr warme bis heiße Luft zu uns. Ja, aber dieses Tiefdruckgebiet aus Westen, das wird uns mit einer Konvergenzzone, also eine vorlaufende Front noch vor der Kaltfront, die wird uns dann in der Nacht auf Mittwoch schon im Westen erreichen und bis Mittwochnachmittag und Abend dann auch ganz Deutschland überqueren bzw. auch im Osten überqueren. Zunächst wird es aber mal so sein, dass wir heute dann vor allem so im Norden und Nordwesten auch mal ein paar kompaktere Wolken haben. Der Regen, der jetzt auch noch teilweise über den Norden hinwegzieht und die Schauer, die werden erstmal nachlassen. Dann gibt es vor allem so vom westlichen Niedersachsen bis zur Ostsee rüber nochmal einzelne Schauer im Tagesverlauf. Und so im Westen Deutschlands, da kommen dann im Tagesverlauf doch mal so Richtung Nachmittag und Abend kompaktere Wolken an. Die hängen mit einer Warmfront zusammen. Ja, im Süden wird es so sein, die Regenfälle, die wir noch vor allem so im Süden Bayerns, Südosten Bayerns jetzt haben, die werden nachlassen. Am Nachmittag ist es hier dann überwiegend trocken schon und die Wolken, die lockern auch hier ein bisschen auf. Temperaturen steigen schon im Vergleich zu gestern ein bisschen an. Häufiger schon mal so um die 25 Grad nach Süden und Osten. So die Spitzen in der Lausitz wiederum. Auch da sind wir wieder beim Thema. Dort am wärmsten mit durchaus bis zu 28 Grad. Etwas weniger warm ist es im äußersten Nordwesten Deutschlands. In der kommenden Nacht wird es so sein, die Warmfront zieht weiter über den Norden hinweg. Hier durchaus im Norden mal ein paar kompaktere Schichtwolken, die durchziehen werden. Ganz vereinzelt sind auch mal ein paar Tropfen möglich. Aber überwiegend wird es hier auch trocken bleiben. Sonst ist der Himmel gering bewölkt oder sternenklar. Nach Süden hin, so die Niederungen, Alpenvorland, aber auch so an der Donau, da kann sich durchaus in der feuchteren Luftmasse Nebel bilden. Tiefstwerte meistens so um die 15 Grad. Schauen wir ein bisschen nach vorne, wie es weitergeht. Dann der Dienstag, der hatten wir gesehen. Ja, der wird dann landesweit ein richtiger Sommer- bis Hochsommertag. Vielerorts in den Niederungen 30 Grad und mehr. Die Spitzen werden wir so am Oberrhein mit durchaus in den Städten 33 bis 34 Grad erreichen. Nicht ganz so warm und etwas gedämpfter bleibt es nur so im hohen Norden Deutschlands. Hier wird es mit der 30 Grad Marke nichts werden. Das heißt auch so etwa zwischen der Nordsee, dem nördlichen Niedersachsen bis rüber direkt an die Ostsee. Ja, dazu gibt es im großen Teil Deutschlands viel Sonnenschein. Die letzten Warmfrontreste ziehen über den Norden allmählich ab. Vielleicht gibt es in Schleswig-Holstein noch mal ein paar Tropfen anfangs im Vormittagsverlauf oder am Morgen. Hier wird es aber dann auch schnell trocken werden. Ja, und ansonsten ist es eben der Hochsommertag. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen die Nacht auf Mittwoch an, denn da kommt schon eine Konvergenzzone, eine Winddrehung auf südwestliche Richtung von Südost so im Westen Deutschlands rein. Wir sehen, das IDE2-Wettermodell hatte heute Morgen dann diese Konvergenzzone so um 2 Uhr nachts dann schon im Westen reinkommen und mit doch recht satten Gewittersignalen. Wir sehen hier dieses viele Rosa im Westen Deutschlands. Also hier würde schon recht verbreitet dann so eine Art Gewitterfront im Westen in der Nacht reinkommen. Die Modelle sind allerdings recht unterschiedlich, wie stark die Gewitteraktivität sein wird. Wir sehen zum Beispiel mal, das europäische Wettermodell hat diese Konvergenzzone schon viel weiter in den Westen reinkommen, so etwa über die Westhälfte schon. Und hier sind nur so verstreut mal einzelne Schauer und kräftige Gewitter drin. Also es ist schon was im Busch, dass es dann in der Nacht auf Mittwoch im Westen schon unruhiger werden kann, zumindest mal mit verstreut so einzelnen Schauern und Gewittern, die sich in etwa über die Westhälfte
Hälfte dann bis zum Mittwochmorgen wohl ausbreiten werden nach Osten hin. In der großen Osthälfte wird es aber wohl noch trocken bleiben. Ja, die Temperaturen dann, das wird erstmal eine richtig verbreitet sehr laue Nacht werden. Vor allem in den größeren Städten verbreitet wohl Tiefstwerte um 20 Grad, teilweise auch über 20 Grad, sprich eine Tropennacht. Also das wird eine richtig laue Sommernacht werden auf Mittwoch. Mittwoch tagsüber. Da ist dann die große Frage, wie schnell kommt diese Konvergenzzone mit der Winddrehung von Südost auf Südwest bis West? Wie schnell kommt die voran? Klar scheint wohl so, dass diese Konvergenzzone am Vormittag, dann am Mittwochvormittag, ziemlich schnell immer weiter über die Landesmitte bis in den Osten zieht. Da kann es dann eben auch Schauer und Gewitter geben und dann liegt sie nachmittags wohl schon über dem äußersten Osten, wahrscheinlich schon am frühen Nachmittag. Wir sehen es an der Gewitterenergie, dass diese vor allem noch so von Vorpommern bis runter nach Sachsen vorhanden sein wird. Aber auch im Süden Deutschlands sehen wir weiterhin noch Gewitterenergie vorhanden. Speziell so zwischen dem Südschwarzwald, Oberschwaben, vielleicht noch die Schwäbische Alb bis so nach Südbayern in Richtung Alpen und Alpenvorland. Ansonsten kommt nicht mehr ganz so warme und nicht mehr ganz so schwüle Luft rein. Die schwülste Luftmasse mit der Konvergenz dann wohl um die Mittagszeit und früher Nachmittag im Osten Deutschlands. Die große Frage wird sein, wie zünden dann hier nochmal Gewitter? Das heißt, hier ist natürlich noch Unwetterpotenzial vorhanden, weil hier die Luftmasse sehr explosiv ist. Die Modelle beurteilen es aber auch hier unterschiedlich. Ob es wirklich dann so etwa zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen nochmal kräftig zündet mit Unwetterpotenzial durch Starkregen, Hagel und Sturmböen oder ob das Größte sich vielleicht schon so gerade Richtung Oder-Neiße und später dann auch Richtung Polen abspielen wird. Wie dem auch sei, wir müssen es so einplanen, dass eben schon im Vormittagsverlauf sich über die Landesmitte einzelne Schauer und Gewitter ausbreiten werden und dann kann sich das Ganze eben, wie gesagt, im äußersten Osten nochmal aktivieren tagsüber, dass hier auch Unwetterpotenzial durch Starkregen, Hagel und vor allem auch durch Sturmböen besteht. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass so im großen Westen Deutschlands sich das Wetter rasch beruhigen wird. Es folgen noch einzelne Schauer, vielleicht auch mal ein Gewitter hinterher, die aber kein großes Unwetterpotenzial mehr haben. Die Temperaturen, bevor diese Konvergenz den Osten erreicht, Richtung Oder und Neiße nochmal 30 Grad oder vielleicht auch mehr. Im Nachmittagsverlauf auch hier so ein bisschen runtergehende Temperaturen und die größte Schwüle bis zum Abend dann auch hier wohl raus und auch so vor allem ja so aus der Schweiz, Bodensee, Alpen raus, können sich auch am Nachmittag durchaus nochmal kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial entwickeln. Die Spanne reicht dann wie gesagt anfangs nochmal um die 30 im äußersten Osten, aber auch dahinter wird es nicht richtig kühl werden. Die 25 Grad Marke schaffen wir wohl selbst im Westen dann auch noch. Ja, wie geht es dann in den Folgetagen weiter? Im Großen und Ganzen bleibt die Wetterlage die Folgetage erstmal relativ eingefahren. Wir sehen es nämlich, dass wir weiterhin einen Trog westlich von uns liegen haben und wir weiterhin in einer südwestlichen Strömung. Gleichzeitig erstreckt sich ein kräftiger Hitzekeil vom Mittelmeerraum, vor allem so Richtung Balkan und Südosteuropa. Das heißt so vor allem auf dem Balkan wohl, da stellt sich wohl eine ziemlich lange intensive Hitzewelle ein. Das heißt, der größte Hitzekeil, der geht wohl an uns erst mal vorbei. Was bedeutet das für die Folgetage? Schauen wir uns mal kurz ein bisschen den Freitag genauer an. Denn am Freitag deutet sich durchaus, das zeichnet sich ja jetzt schon seit ein paar Tagen ab, wieder eine größere Gewitterlage ab. Da könnte es sogar mit heftigem Starkregen, ja und sogar unwetterartigen Gewittern richtig zur Sache gehen. Ich will zwei Karten zeigen, das Gewittercomposite. Wir sehen zum einen die Gewitterenergie, das sind diese bunten Farben hinterlegt und wie unterschiedlich die Modelle noch sind. Das hängt wirklich von der Ausrichtung dieses Troges westlich von uns ab, dass das US-Wetter Modell beispielsweise. Wir sehen es hier. Das hat eben das GFS-Wettermodell gerade so den äußersten Süden Deutschlands schon in diese explosive Gewitterluft kommen, während das ECMWF-Wettermodell schnell im Tagesverlauf schon Gewitterluft bis weit in den Norden Deutschlands schaufelt. Wie dem auch sei, beide Modelle deuten an, das US-Wettermodell eher so schon über den Süden ausbreiten, bis Freitagabend und in die Nacht auf Samstag teilweise kräftige Gewittercluster, also auch größere Gewittersysteme, die sich bilden, die dann weiter in der Nacht auf Samstag bis in den Norden, Nordosten Deutschlands ziehen. Das ECMWF-Wettermodell ist, wie gesagt, viel schneller. Da lässt schon im Tagesverlauf bis in den Norden, Nordosten Deutschlands teilweise kräftige Gewitter durchziehen. Wir müssen uns also ein bisschen rantasten noch, wie sich das Ganze am Freitag darstellen wird. Zeichnet sich aber mal wieder was Größeres in Sachen Gewitter ab. Schauen wir uns kurz den ersten Trend an. Wir sehen, unbeständig ist erstmal weiterhin das Stichwort für die Folgetage. Die Unsicherheit
Möglichkeiten sind vorhanden. Das ist erstmal der erste grobe Trend, den wir so haben. Und wir sehen dann so am Donnerstag weiter wechselhaft weitere Schauer und Gewitter. Auch hier noch bezüglich Schwerpunkte ein bisschen unterschiedlich die Modelle. Weiterhin bleibt es aber relativ warm mit den höchsten Temperaturen nach Osten. Das gilt dann auch für die Folgetage, dass vor allem wohl am Freitag nochmal bis zu 30 Grad in den Osten herangeholt werden. Weiterhin sehr schwül, weiterhin eher milde bis laue Nächte, die wir haben. Auch eine Tropennacht ist vor allem weiterhin im Osten möglich. Ja, und dann am Freitag hatte ich ja gesagt, beziehungsweise am Samstag dann, wie sich das genau darstellt. Von Freitag auf Samstag mit den Gewitterclustern müssen wir nochmal ein bisschen abwarten. Ich gehe mal davon aus, am ehesten vom Süden bis in den Osten noch die größte Unwettergefahr durch schwere Gewitter. Insgesamt kommt wohl Samstag der Trog dann vor allem im Westen schneller rein, dass hier die Temperatur noch auf unter 25 Grad dann verbreiteter zurückgehen können. Also viel los. Schauen wir kurz noch mal ein bisschen trendmäßig für die darauffolgende Woche, dann nach Mitte Juli herum. Und wir sehen, das US-Wettermodell hat von der Großwetterlagenkonstellation weiterhin das Ganze ähnlich. Ein kräftiger Hitzekeil erstreckt sich wohl von Afrika weiter bis zum Balkan, Südosteuropa. Hier werden doch markante Hitzewellen berechnet mit teilweise über 40 Grad, sogar über mehrere Tage sind hier möglich, vor allem auf dem Balkan. Ja, und dann haben wir weiterhin korrespondierend den Trog auf dem Atlantik dazu. Das heißt, bei uns könnte sich gar nicht so viel ändern. Es wäre ein Wechselspiel aus mal gemäßigten Atlantikluftmassen, dann wieder warme bis heiße Luftmassen, die vorstoßen, wieder Schauer, Gewitter, Regenfälle, die ein Thema werden. Also im Großen und Ganzen wohl so eine südwestliche, zeitweise auch mal westliche Strömung, die wir haben, die insgesamt unbeständig ist und immer mal wieder eben ein Wechsel der Luftmassen bietet zwischen Atlantik und Mittelmeerluft sozusagen im Wechsel. Das fährt sich wohl weiterhin ein und wir sehen das auch an den Temperaturanomalien. Einfach mal für die 5 Tage, so vom 12. bis zum 17. Juli, sehen wir ganz klar die deutlich überdurchschnittlichen Temperaturen, auch teilweise in Italien, ganz besonders bis zum Balkan, Südosteuropa, bis in die Ukraine, sehen wir hier deutlich überdurchschnittliche Temperaturen, große Hitze, die sich hier einstellt. Ja, und gleichzeitig über Westeuropa, vor allem bis Portugal teilweise, Frankreich, Großbritannien, das heißt aber auch so durchaus mal im Westen Deutschlands, eher leicht unterdurchschnittliche Temperaturen für die Jahreszeit. Also große Gegensätze, was eben auch darauf hindeutet, dass wir eher zwischen diesen Luftmassen liegen und dass es bei uns eben insgesamt eher unbeständig bleibt bis in die kommende Woche auch hinein. Also weiterhin Bewegung in der Wetterlage. Oder man könnte auch sagen, keine Bewegung, weil es sich weiterhin einfährt. Immer wieder mit Schauern und Gewitter und wechselnden Luftmassen. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Morgen wie immer das nächste Update. Macht's gut, schöne Woche, bis dann und ciao.